So, jetzt schon. Sie entkommen uns. Nein, tun sie nicht. Sie haben dich also nie gefangen. Noch 2 Sekunden vor der Hochspringen. Warum hast du dann Folterspuren an den Händen? Das sind nur Narben. Hier oben ist safe. Sie könnte uns helfen. Lauf weiter, sonst verkackst du. Ja, wohin? Weit, geradeaus und dann die Wand hoch. Links, jetzt. Wand hoch. Die Spinne könnte helfen. Roter. Erst locken wir sie in ihre Netze. Und dann Krieg. Das ist, was brodelt. Die Leute an hoher Stelle werden nervös. Mechanik aus einem anderen Universum. Ja, in den 2000ern wäre das Spiel der Shit gewesen. Mhm, 1998 wäre das da ein absoluter Hammer auf der PS1 gewesen. Hätte auch die richtige Grafik. Ja, aber nicht mit diesen... Nee, dafür sind die... ohne Scheiß, für PlayStation 1 Grafik sind die Wandtexturen so gut. Sagen wir PlayStation 2. 3. Nee, das ist schon zu gut wieder. Nee. Guck dir mal PlayStation 2 an. Ja, aber so eine Flamme hat doch die 3 nicht hinbekommen, ich bitte dich. Musst du gedrückt halten, ne? Ja, ja. Warum kann ich jemanden nicht erwürgen, wenn er einen Helm aufhat? Das weiß ich nicht. Naja, weil der Helm wahrscheinlich dich davon abhält, um den Hals zu fassen, weil der Helm so groß ist. Was für ein Helm hat der auf? Eine Pimmelhabe. Direkt bis zum Hals. Links liegen Steine, die kannst du einsammeln. Die Leiche lässt sie liegen, ja? Natürlich. Gar nicht unauffällig. Nein. Ja, PlayStation-Ära, ich weiß. Entschuldige. Ja, eben. Er braucht Ressourcen, die wollen das Spiel nicht überfordern. Nicht auf den Ork. Hallo? Nee. Warum nicht? Nicht auf den Ork, das geht nicht. Genau. Das habe ich nämlich auch probiert, den Ork zu abzuwerfen. Nee, ich wollte die Laternen treffen, aber dieser Anzeigepfeil ist halt super geil. Nicht. Ja, eben. Also auf jeden Fall hat er jetzt keinen Kälter auf. Nö. So, wenn du Pech hast und hast den gleichen Bug wie ich, darfst du gleich nochmal. Kranker. Hey, na, was geht? Was, wo ist ein Kranker? Hast du gerade gesehen, das fette Spinne. So krank sah die gar nicht aus, die sah recht gesund aus. Ja, ich meine jetzt geistig krank, ne? Also. Achso. Und läuft ein bisschen flüssiger jetzt? Und vor allen Dingen hat sie viel Haare. Bei Golden fehlt auch noch so ein bisschen Haare auf dem Rücken, finde ich. Würde ihn männlicher aussehen lassen. Oh ja. Oh Gott. Genau, das ist kein Bug, das ist eine Spinne. Ja, Spinnen sind ja keine Käfer, ne? Nein, sind Arachniden. Genau. Genauso wie Kellerasseln. Nein, Kellerasseln sind krebsartige sogar noch. Da, guck, da ist der erste Bug. Ein Nashornkäfer. Nee, den habe ich schon hinter mir. Das ist ein Ingame-Bug. Ja, den habe ich auch schon hinter mir. Sag mal, wie paranoid bist du denn? Das ja. Da musst du hin. So, Schmiergoll oder Gollum? Was willst du machen? Gollum. Aber es ist niemand hier. Keiner zu sehen. Nur noch ein bisschen. Nee, aber Schmiergoll war ja der Böse, ne? Ja, Schmiergoll ist der Gute. Du musst dir was auswählen, um Gollum zu überzeugen, dass du ihn nicht frisst. Ich will aber Gollum. Also, ich hab nach links gedrückt. Nein! Du hast Schmiergoll gesagt. Nein, ich hab nach. Das Spiel mag nicht. Also. Nennen wir es einen Bug. Komm, ich will Schmiergoll-Antworten geben. Gollum antworten, also. Jo, sieht lecker aus. Gut entschädigt. Eben. Wer hat volle Frutigkeit? So köstlich. Ach nein, ich muss mit jeder einzelnen Aussage jemand anderen überzeugen.
Nein, du musst dich immer für Smeargum oder Gollum entscheiden. Ja, warum stand dann vorher überzeuge Gollum und jetzt stand da überzeuge Smeargol? Weil Gollum jetzt Smeargol überzeugen. Danke! Weil eine Persönlichkeit ist. Ja. Ich hab was gesoffen, meine Fresse. Ja, Mann! Das ist keine Ausrede. So oft bin ich noch nicht gestorben. Hallo? Zählt das schon als Verzweiflung? Hallo, ich erkläre dir nicht, also andersrum. Wir streiten nicht, ich erkläre dir nur, warum ich recht habe, ja? Ja, Papa. Sieht man mal, wie genau du bei dem Spiel aufgepasst hast beim Durchspielen. Ja, ja. Mein Let's Play ist schon eine Weile her, Kollege. Ja, ja. Oh, ich hätte auch gern was zum Futtern, den Käfer zum Beispiel. Falscher Käfer. Großer Käfer. Der hat auch Hunger auf Käfer. Oh, guck, mein Hühnchen. Jetzt hab ich überhaupt Chicken mal gesehen. Kack! Da hätte das Spiel schon zu Ende sein müssen. Den kann man doch gar nicht verfehlen. Nö. Das. Wie gesagt, warum sind sie beim Film nicht einfach auf diesen scheiß Geier gestiegen und zum... Adler, ja. Nicht Geier. Da wollen wir schon mal differenzieren, junger Mann. Dasselbe. Potato, Potato. Tomato, Tomato. Das eine ist genau. Ein Vogelfresser und der andere nicht. Was? Warum ist... Muss ein Geier sein. Ich stehe und kriege auf einmal Schaden, spontan. Weil du runtergeflogen bist. Glasklappe. Da war ich schon lang unten. Gut. Das Spiel will dir erklären, wie das Healing-System funktioniert. Deswegen hast du auf die Fresse gekriegt. Heile mich, wenn ich krank bin, oder kaputt bin. So. Speedrun. Oh Gott. Ey, die Ausdauer. Die Geister. Der kann auf jeden Fall länger laufen als ich. Das ist auch keine Kunst. Ui. Ich dachte, du hast so eine Karte. Ist das dein Ernst? Du hast übrigens das Collectible verpasst im ersten Area. Das ist mir gerade so egal. So scheißegal. Nicht hier lang. Nein, das war nicht also, die Intuition. Aber er kann ja nochmal reinladen, denke ich mal. Nee, da, du landest in dem Areal, glaube ich, später nochmal. Achso, da. Immerhin ist der Wegweiser sehr, weise. Ja, ist wie bei Assassin's Creed, es weiß ja den Weg. Eigentlich könnte man daraus auch einen Walking Simulator machen. Bis jetzt fühle ich mich so. Eher ein Kriechen Simulator. Mhm. Der die Vorerde doch ein Rollator. Ach ja. Er macht's schlimmer als es ist. Sind viele. Macht er nicht. Ach du übertreibst. Die schlimmen Passagen kommen noch. Ne, es sei denn, er hat andere Bugs als du, dann wird's richtig lustig. Wie viele hatte ich zum Glück? Sag, wo willst du mich jetzt? Du hast mir doch eben den Weg hierhin geläutet. Soll ich dich spoilern? Naja, bitte nicht. Nee, so meine ich das nicht. Da kommt man nicht durch das Bauch. Nee, da kommst du nicht hoch. Da musst du auf dieses komische Brett drauf, doch. Guck mal links. Ja, hab ich auch gedacht, aber da kommst du nicht hoch. Die blöde Sau kann ja nicht springen. Vielleicht mit Anlauf. Ah ne, vorher geht die Puste aus. Entschuldigung. Ich gehe zurück. Muss die Stacheln rauf. Ich gehe wieder nach Hause, nach Mordor, nach... Ah, da, Mordor? Jetzt! Da vorne! Ja, schön. Hier war ich doch gerade schon. Der Kreislauf-Simulator. Mein Kreislauf ist im Ach, komm schon, Leckomio.
einmal im Kreis laufen. Du kannst nicht abhauen, das ist der Witz. Alter Viertel. Nein. Doch! Gott, sind die Nazgul hässlich. Das ganze Spiel ist hässlich. Wundert dich das? Das war schon Kapitel 1. Also ich finde die Texturen der Wände wunderschön, aber den Rest, nee, den finde ich nicht so nett. Nee. Ey, die Haare. Oh. Ja, das ist Horror, richtig. Die Haare sehen aus wie bei Lolli, 1 zu 1. Also. Ja, aber hallo. Dieses wellende, volle Haar. Gott. Sieh mich an. Oh Gott. Hallo, Mel. Sie brachte diese Elfen. Die Elfe da übrigens. Zum dunklen Herrn. Trotzdem. Was hast du ihm erzählt? Was hast du Sauron erzählt? Gott. Hat er die gerade gefühlt, um zu sterben, oder hab ich die gefühlt, um zu sprechen? Der Ring. Was hast du ihm erzählt? Gar nichts. Gar nichts. Was? Nur noch 5? Wie viele Kapitel hat das Spiel? 10. Verzweiflung, hoch die Hoch. Die sind aus. Nein, für euch. Er weiß es also. Wie gesagt, Ghost Shade sind 10 Kapitel. Ich hab's schon letztes Jahr. Und ich hab ihn so lieb, dass ich ihm das Spiel geschenkt habe. Er hasst mich! Aber komm, bis jetzt gefällt's dir doch. Gib's doch zu. Sieht man mir die Freude nicht an? Ja, du lachst so schön, die Tränen in den Augen, das ist wahre Freude. Genau. Chaos, mir geht es wie Al Bundy, er guckt seine Frau nicht an, also das kann ich dir das nicht sagen. Das ist auch, ich liebe sowas. Du siehst erstmal die Rohtextur von den Schuhen so blank, ohne irgendwas, und dann langsam kommt Textur drauf. Warum leuchten... Hat der einen Eyeliner drauf oder so? Oder ein Kajal? Der hat sowas drauf. So einen hellblauen? Hellblauer Kajal. Arr. Ja, danke auch. Gott. Die Orks sind teilweise so klein, das wundert mich. Die sind so groß wie Zwerge, Alter. Kann man ein Spiel noch hässlicher machen? Schade, gerade war die Kamera ein bisschen weiter rechts und dann hätte das Gesicht von Kara super auf Gollum gepasst. Jetzt wird's aber persönlich. Hast du noch was zu sagen? Er sieht ganz nach mir aus. Nee, ist nicht dick genug. Arsch. Hab dich auch lieb, Lonny. So? Ist mir Gollum? Ich konnte. Konnte gerade. Nee, das bin ich jetzt ja, wo du dein Gesicht drauf hast. Bitte? Danke? Hat doch gerade Herr Krytos gesagt. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Oh. Nee, du hättest dich entscheiden müssen, hättest du antwortet als Smeargol oder als Gollum mit dem Dickelkreuz. Aber du kannst über den komischen, hageren Grippe da reden. Ja, mit dem alten. Ja, der aussieht wie Krytos. Kann ich ihn angreifen? Kann ich ihn erwürgen? Nö. Kann ich auf ihn draufspringen? Nein. Kannst du ihn essen? Du siehst doch, was du machen sollst, oder? Ich will aber nicht. Spring aus dem Fenster, ist vorbei. Du sollst schlafen gehen. Ja, genau, dieses einzigartige Stück Spielgeschichte. Ey, komm, alle dachten, Gollum ist scheiße, dann kam King Kong. Wow. Hey, alle dachten, Cholera wäre echt eine scheiß Krankheit, dann kam die Pest. Und dann irgendwann Kobe. Wow. War nur halb. Ja, es hat auch viele positive Aspekte. Ich habe Homeoffice dadurch. Eine ganz neue Bewegung. Und ich habe 12 Kilo zugenommen im Homeoffice. Selber Schabracke, du Arsch. Was? Ich spreche doch kein Ork. Ghost Shadow, wie gesagt, 500 Gifted Subs innerhalb der nächsten 2 Monate und ich spiele King Kong.
500. Niedriger gehe ich dafür nicht. Hä? Was? Geschenk, dann sparen wir uns die 500 Subs. Nö. Das werde ich trotzdem nicht spielen. Ich kann es verstehen, ich würde es auch nicht spielen. Nee, ich ziehe auch meine Grenzen. Also King Kong weiß ich nicht. Nee, das ist... Das ist zu viel der Schmerzkratzer. Genau das ist eben der Punkt. Wie viel müssen die Leute zahlen, damit du das von Molineux spielst, diesen neuen Clickbait-Simulator? Kann man niemanden weggeben. Kann man doch nicht mal mehr spielen, oder? Hat er den nicht runtergenommen? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, der wäre schon wieder tot. Links war noch was. Was? Links war noch was, zurück. Nicht in den Käfig rein. Ich bin schon drin. Schaust du im Stream oder schaust du auf Discord? Ja, ich habe gerade deinen Stream gesehen. Weil du kommentierst in einer halben Minute, nachdem ich wo durch bin. Ja, ich muss mal die Monitore wechseln, warte mal. Ich hol mal Schraubenzieher. Warte mal, jetzt, wo ist jetzt nochmal schneller auf Discord, ne? Discord ist es live, ja. Also echt ja, live. Discord ist live. Da, okay, dann hab ich da den Fehler gemacht, okay. Er auch. Auch kein Goblin. Dafür ist er zu hässlich. Besser spät als nie. Ja, mein König. Gibt's im Herr der Ringe-Universum überhaupt Goblins? Gute Frage. Nee, weil die gerade meinten, ist auch kein Goblin. Es gibt doch gar keine Goblins im Herr der Ringe-Universum. Gibt's auch nicht. Das ist nicht nur grafisch und gameplay-mechtechnisch im Arsch, sondern es ist tatsächlich auch weltimmersiv im Arsch. In dieser alternativen Realität von diesem Herr der Ringe schon. Basierend auf der Geschichte von J.R.R. Tolkien, Herr der Ringe. Mhm, merke ich. Basierend, aber nicht 100%. Ich gehe einfach jetzt raus, leckt mich am Arsch, ich gehe zurück, lasst mich hier weg. Da gibt's hier bestimmt auch Zwerge, oder? Zwerge gibt's ja. Ich befürchte es. Auch im Spiel? So, komm, wir nehmen den Aufzug. Dann würde ich dich spoilern. Wir nehmen den Aufzug. Oder beziehungsweise Chaos. Das Spiel kann man nicht spoilern, das ist so kaputt, das spoilert sich selber. So, lasst mich zurück. Einmal hoch bitte. Einmal hoch. Das Design des Fahrstuhls. Nein, hoch. Ja, da musst du schon selber klettern. Hobeln? Hoch. Komm. Was willst du von mir, Kollege? Der hat auch nur eine Animation. Für mehr hat's nicht gereicht. Da ist das Essen. 5 Euro für den Grafiker. Einfach mal den gucken. Mal gucken, was sie ausmachen. Ihr habt gehört, Chaos hat gesagt, King Kong für 500 Subs in den nächsten 2 Monaten. Go for it. Haut schon mal rein. Haut raus. Giftet. Nicht selber subben. Ja, giftet Subs. Ja. Ich will, dass die Leute so sehr leiden müssen wie ich. Was nennst du Leid? Spiel erstmal King Kong. Ja, eben. Das meinte ich ja. Wenn ich King Kong spielen soll. Also, ehrlich gesagt, fand ich Arcania beschissener. Oh, kenn ich gar nicht. Kenn ich gar nicht. Arcania ist das inoffizielle Gothic 4. Das existiert nicht. Also. Das ist auch mal ein Let's Play, was ich tatsächlich abgebrochen habe, weil ich so scheiße fand. Allein der Hauptcharakter ist eine Zumutung. Hey, der kann nicht schwimmen. Ich hab deinen Namen nicht verstanden. Man nennt uns Gollum. Man nennt uns Gollum. Du wirst hier unten sterben, Gollum. Ich würde sagen, wenn er lispeln würde, würde das sogar noch ein bisschen mehr wehtun. Du musst die Borox zurück in die Fahrt. Wo ist ein S in Gollum? Wo muss man da lispeln? Arbeitest du langsam, Gollum. Lassen sie dich hungern. Gollum. Bei der Bums. Wir sind uns einig, dass wir uns einig finden. Phone 5. Ey, mich in diesem Ton, ja? Sonst komm ich nicht darüber. Moment, ich muss mein Monitor abwischen. In diesem gottesfürchtigen Haus, bitte. Was? 2 Monate lang Gollum? Niemals. Was? 2 Monate? Das war ein anderes Goal. So, machen wir doch mal ein Zwischenfazit. Und dann muss ich einfach nur schauen, wie krieg's. Auf meiner Festplatte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Chaos meinte so, Gollum, 2 Monate? Nee, lieber klemme ich mir 5 Kilo an die Klöten. Nee, Matsche, vergiss es. Ihr habt noch bessere Spiele. Andere Spiele. Na komm, lass mich hier hoch. Lass mich ein paar Orks runtertreten. Machen wir ein Fighting-Game draus. Ich glaube, da bricht du dir das Bein oder fällst rückwärts runter. Ich glaub's auch.
Darfst du gleich laufen? Ein Riesenhamster, wow. Och nee. Oh Gott, sind die hässlich. Ich hab total vergessen, wie hässlich die sind in dem Spiel. Oh. Im Spiegel geguckt oder was? Nee. Vergleich die doch mal mit den Filmen, Alter. Das kann doch nee. Ich hab nur den ersten Teil gesehen und bin dabei eingeschlafen. Ja, die kamen in allen Teilen vor. Vorsichtig, jetzt lauf. Der zweite war der beste. Und jetzt. Ja, kletter auch, Kollege! Ciao! Gott, ist das Vieh doof! Also nicht das Tier. Na, dreimal darfst du raten. Und wer steuert Gollum? Das Problem ist immer vor dem Rechner, das weißt du doch. Nee, diesmal nicht. Diesmal liegt's in den Controls. Oh, jetzt hab's nicht vermehrt. Mimimi, mein Controller ist kaputt! Nee, das Spiel ist kaputt. Komm, das ist ein... Also Gollum, ist ein Meisterwerk. Nein. Fehlerfrei. Genau. Wenn du das noch einmal heute sagst, dann verlange ich von dir, dass du Arcadia nochmal aufnimmst und durchspielst. Arcadia? Oder wie hieß es? Arcadia das, hab ich da. Es gibt ein Spiel, das so heißt. Nee, ich meine das, was du abgebrochen hast. Jetzt aber Gothic 4. Es gibt kein Gothic 4. Sag ich auch. Ich hab's nicht abgebrochen, weil es scheiße war. Also es war auch scheiße, aber ich hab's abgebrochen, weil es einfach nur das genaue Gegenteil war von dem, was Gothic sonst ausgemacht hat. Dieser raue Ton und ich brauch das. Zum Wohle, Leute! Also ist Kultus also auch der Meinung, dass dies ein wirkliches Meisterwerk der Geschichte ist, ja? Also ich spiele gerne nochmal Arcania, wenn ich 100 Members auf YouTube kriege. So billig bist du, oh mein Gott! Und meine Memberships sind günstiger als die Subs auf Twitch. Ich musste mich gerade nochmal umpositionieren. Ich krieg langsam Schmerzen. Körperliche und geistige. Ja. Aber meinst du nicht, dass es denn einfacher wäre, eventuell Gollum mit Maus und Tastatur zu steuern? Oder wäre das auch so ein... Ich glaube, das ist noch schlimmer. Ja, dann mach doch mal. Nein. Nein! Ja, genau, und jetzt wieder von ganz vorne. Natürlich. Coole Challenge, was? Wenn ich sterbe, muss ich neu starten. Fickt euch! Elchi, nein. Maus und Tastatur, nein. Echt so schlimm? Controller funktioniert viel besser. Wo soll ich denn hier hoch? Soll ich jetzt echt hier hoch? Nein. Wo wollt ihr, dass ich hochkletter, Leute? Du hast doch einen Questmarker. Ja, schön, der zeigt mir aber nicht auf diese dämliche Matte hier. Helle, weiße Matte in diesem dunklen Raum. Ja. Ich bin dem Questmarker gefolgt. Ich würde mir jetzt einfach nur einmal aus dem Fall das Raum einzubringen. Nee, ich muss morgen irgendwann auch aufstehen. Ich soll das Tor erschießen. Okay. Ja, hat gesagt, er schießt das Tor. Er schießt das Tor, stand da. Ja, dann zieh auch. Am Nippel ziehen, okay. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Woran merkt man, dass man alt ist? Da erscheint dann auch ein Pfeil und da drücken sie dann drauf und schon geht die Sache auf. Zott-Sahne, Joghurt-Sahne, Sahne, Geschmack. Nein, sahnig fruchtig im Geschmack. Ja, nein, passt schon. Trotzdem, die 90er waren immer auch die besten Jingles. Ich fand das so cool. Es gab eine Chaos-Tage-Doku auf Video. Also über die Chaos-Tage in Hannover. Und da siehst du die Szene, wie sie in einen Supermarkt, ich glaube ein Rewe war das damals oder ein Penny, einbrechen, also das Ding komplett auseinandernehmen und im Hintergrund spielen sie das ein von wegen voll. Bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schön. Das ist so geil. Die nehmen den Laden auseinander und im Hintergrund zott Sahne, oh Gott. Mm. Das nenne ich Humor. Voll. Aber bisher nur zweimal gestorben? Was sagt es, mein Schatz? Ja. Kann ich hier abkürzen? Jawohl, kann ich.
bitte, Smeagol versteht nicht. Ich versteh's auch nicht. Aspirin! Nein. Und was macht ein guter Sklave, Ein guter Sklave? Was macht ein guter Sklave, Na, sag schon. Da müssen wir erstmal fragen, was für ein Sklave. Unbekannte Nummer 3. Oh ja, du musst dein drittes Horn fertig machen. Warte, was? Wo bin ich hier nochmal gelandet? Ich hab keine Ahnung. Willkommen in der Taverne zum Chaos. Das ist ein anderes Programm. Dünner Mann muss uns helfen. Dann ruppel ich mal mein Gläslein. Das Ding geht ab jetzt auf NSFW. Dreh dich noch einmal um. Nochmal, noch mal. Mal was ja. Noch mal. Ja, ich weiß. Nochmal Werbung hier in Chaos, eigene Sache. Wer jemand guck dir mal das Wasser hat, an, das ist viel cooler. Chaos hat auch ein Discord. Das Wasser? Ist verlinkt. Was die gerade runterkam. Ah, das? Mal fleißig und joinen. Was ist das? Tische. Eis. Stein, Wasser, Eis? Ich hab keine Ahnung. Aber die Dildo-Mütze ist auch geil. Ja, aber das sieht aus, als wenn er lächelt. Das sieht aus, als wenn er lächelt. Ja, komm, gehen wir da mal rein. Hier sieht's doch schön aus. Was gibt's denn hier noch Schönes? Ach, das sind die Ruppelsklaven, ich verstehe. Ja. Guck mal. Nee, schau dir die Handbewegung an, jetzt weißt du, was die üben. Nagelt. Oh Mann! Ah, das, schön. Das Spiel ist sehr fragwürdig, ne? Also, ja! Oh Gott! Nummern? Ja, ihre Nummern. Wie sie sich hier aufgegeben haben. Kann man reinprobieren, was nachküppen? Jetzt bist du auf dich allein gestellt. 8 Tote, 8 Nummern. Das ist zu heiß. Oh, weiter unten ist das schlimmer. Ist so heiß. Wo wir gerade beim Nageln waren. Ach Tote, aha. Das ist so heiß. Was? Ja, die Putzen sehen so scheiße aus. Die, ganze die Mütze. Alles. Dieser Helm. Wo? Wer? Warum? Viel zu groß. Ja. Wie kommt man auf solche Chaos. Designentscheidungen? Chaos, selbst wenn... Guck mal, er hat Besen wenn du die Hand, Frage stellst, da würde niemand freiwillig sagen, ja, ich war's. Besen, der hat eindeutig. Guck mal, er will kehren. Guck mal unten der Besen. Ja, aber schau mal in die Schultern. Leute. Nee, das ist ein riesen Q-Tipp. Der will der Spinne die Ohren sauber machen. Guck mal, wieder Harry Potter, der hat einen Besen in der Hand. Nein, das ist ein Dildo für hinten und unten. Ah, Mann von Erfahrung. Ich dachte, dafür hätten sie diese Typen umnageln. Was soll ich eigentlich jetzt machen, darunter? Du sollst 8 Marken einsammeln. 8 Mark? Marken. Gott, ist das Spiel alt. Deutsche Marken, Plaketten. Wer von euch kennt noch die deutsche Mark? Natürlich. Ich hab die noch verdient. Also, verdienen ist... Warte mal, verdienen ist relativ. Ich wurde in der noch bezahlt. Ich hab sie noch bekommen, wolltest du sagen. Ja, genau. Du hast damit noch bezahlt. Bezahlt haben danke. Die anderen. Ja. Ich hab's ja auch noch. So einer warst du also damals. Schweigen. Da ist es wieder. Der Regen aus Stein, Eis und Wasser. Und was fliegt hier? Warum fliegen hier Steine? Das ist Wasser. Asche. In welcher Welt ist das Asche? In der da. Die Scheiße animiert oh. ist. Gott! Wie sind sie gestorben? Er hat's auch hinter sich, oder? Oh mein Gott, ja. Ja, der hat auch Gollum gespielt, ja. Der hat's oder durchgespielt. Er hat den ersten 4. schon vorgezogen, Cannabis ist schon illegal. Ja. Der ist dumm. Hallo? Könntest du bitte... Genau, anstatt hochzuklettern, spring einfach einmal in die Luft. Wenn du die verdichtest, macht er das. Sah aber gut aus. Wundert mich das nicht, dass du nicht auf die Fresse gekommen bist. Ach, leck mich doch, in der Dash. Nein. Ah, runter. Kann ich das beschleunigen? Nein. Doch, stand doch da. Ja. Auf der Gleiten stand da. Ja, ich vermisse es auch. Oh, er ist wieder die reanimiert. Die Kerzen. Gott, Gollum spielt in Deutschland, bevor er Euro kam. Das Feuer sieht gut aus, nur die Fackeln sehen komisch aus.
Ja, eben, die Fackeln. Nee, das ist nicht nur das Problem. Schau dir mal die Farben der Fackeln an. Das sieht so aus, als würde das Blau brennende vom Feuer ist einfach ja, die Fackel ja. selber, der Metallkäfig. Eine hervorragende Programmierung. Das sind Petroleumfackeln. Die vor sind allen magisch. Dingen, was ich auch interessant finde, ein Holzlift über ein Lavabecken. Ist eine saucoole Idee. Also designtechnisch der absolute Hit. Ja, lass mich durch, ich bin arsch. Das beste Spiel der Geschichte seiner Zeit. Ein wirklicher Gamechanger. Schläfst du oder bist du tot? Ja, du bist tot. Der tut nur so, als wenn er tot ist. Der will hier raus. Lolli, wenn du so weitermachst, schenke ich dir das Spiel auch noch. Ignoriere ich fröhlich. Ich schenk's jemand anderes. Ich kenne da jemanden. Die streamt auch. Leute? Nein, nicht da rechts lang. Musst du. Nicht da lang. Nicht da lang. Da bist du tot. Da ist eine Säule in der Mitte des Raumes. Hinter dir. Ah, das Ding. Ja, ich weiß. Da kannst du hoch. An der Säule, am Arsch kann ich da hoch. Da kann ich hoch. Ja, natürlich kannst du da hoch. Wo kann ich an der Säule bitte hoch? Weiß ich nicht, aber. Ich teste es. Ja, warum glaubst du? Ach du Scheiße, ist da. Och komm. Darauf muss man. Och Spiel. Nee, nicht vor laufender Kamera, lass mal. Och Spiel, echt jetzt. Was Scheiße. Aha. Und vor allem, es sind. Entschuldigung, aber das nennt man nicht Puzzle. Das nennt man Jump-and-Run-Passage. Das sind keine Puzzle hier bei dem Spiel. Die kommen später. Das Puzzle ist ja, du musst den Weg hochfinden. Mhm. Puzzle kommen später. Warum verzweifelt? Pantomime oder was?